Der Handelskauf. Professor Richter soll irgendwie ganz besondere Regelungen haben. Zeigen Sie uns die mal bitte. Genau. Managerwissen heißt auch, dass Sie nach Paragraph 373 wissen, was dort für Regelungen drin sind. Unter anderem, und Sie sehen das häufig auch, ganz, ganz viel wird kontrolliert im Bereich des kaufmännischen Geschäftslebens. Und wo das seine Ursache hat, das werden wir jetzt gleich sehen. Das werde ich Ihnen zeigen. Ja, zunächst mal, der Handelskauf ist der Kauf, bei dem mindestens eine Vertragspartei Kaufmann ist. Und für den Handelskauf gelten neben den kaufrechtlichen Regelungen im BGB, also Paragraph 433, die Regelung der 373 bis 381. Und dort haben wir also Regelungen zum Beispiel zum Annahmeverzug, zum Bestimmungskauf, Fixgeschäft, Mängelrüge, einstweilige Aufbewahrung der Kaufsache, Tagegewicht und so weiter. Also da gibt es sozusagen viele, viele Vorschriften. Die besonders wichtigste Vorschrift ist letztlich 377, wo wir die unverzügliche Untersuchungs- und Rügepflicht haben. Und das werden wir uns gleich anschauen. Aber bevor wir darauf eingehen, erst nochmal, was ist ein Fixkauf? Paragraph 376 sagt, ist bedungen, also vereinbart, dass die Leistung des einen Teils genau zu einer festbestimmten Zeit oder innerhalb einer festbestimmten Frist bewirkt werden soll, so kann der andere Teil, wenn die Leistung nicht zu der bestimmten Zeit oder nicht innerhalb der bestimmten Frist erfolgt, von dem Vertrag zurücktreten oder, falls der Schuldner in Verzug ist, statt der Erfüllung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Erfüllung kann er nur beanspruchen, wenn er sofort nach dem Ablauf der Zeit oder der Frist dem Gegner anzeigt, dass er auf Erfüllung bestehe. Also wir haben hier ganz, ganz feste, fixe sozusagen Rechtsfolgen, die drin sind für den Fall des Verzuges. Und das ist einfach im Geschäftsleben ist das ganz wichtig. Wenn Sie eine Sache nicht leisten, patsch, dann geht man gleich zum nächsten und kauft das dort und Sie müssen dann eben den Schadensersatz zahlen, ja? Wird Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangt und hat die Ware einen Börsen- oder Marktpreis, so kann der Unterschied des Kaufpreises und des Börsen- und Marktpreises zur Zeit und am Ort der geschuldeten Leistung gefordert werden. Also hier sind sozusagen richtige Rechtsregeln drin. Man muss natürlich immer gucken, nur wenn das etwas wirklich fix war, wenn es also wirklich mit diesem Termin steht oder fällt das Geschäft, weil Sie am nächsten Tag sofort eine Hochzeit mit diesen ganzen Produkten, die Sie da gekauft haben, machen müssen. Die Hochzeit ist dann vorbei. Also dann haben wir diese Sache, dann ist dieses Fest, dann gelten diese Rechtsfolgen. Und im Gegensatz zum BGB, also zum Beispiel Paragraph 323, braucht man eben keine Fristsetzung, keine nochmalige Gelegenheit dem anderen zu geben. Und im Verzugsfall und bei Verschulden besteht natürlich immer ein Schadensersatzanspruch, aber der ist ja auch noch hier mal auch nochmal sozusagen angezeigt. Genau. Das nächste ist beim Annahmeverzug. Also das war ja zum Beispiel den Bereich, dass jemand etwas geliefert hat und etwas nicht rechtzeitig geliefert hat. Jetzt kommen wir beim Handelskauf auf die Seite, dass jemand nicht da ist. So passiert mir auch immer wieder. Päckchen nehmen dann die Nachbarn an. Aber wann kommt der Kaufmann in Annahmeverzug? Der Annahmeverzug ist gegenüber der BGB-Regelung in 293 BGB und 372 erweitert. Ist der Käufer mit der Annahme der Warenverzug, also sie sind nicht da, so kann der Käufer die Ware aufgefahren Kosten des Käufers in einem öffentlichen Lagerhaus hinterlegen. Also wie bei uns beim Päckchenanlieferung oder wenn der Klempner kommt oder der Handwerker oder so, dann sagen die auch zweimal zwei Versuche sind mit drin oder ein Versuch ist mit drin und dann müssen sie die erhöhten Anfahrtskosten zahlen. Hier steht es gleich drin, patsch, kommt gleich in ein Lagerhaus. Auch damit es letztlich sicher dort ist und damit es gekühlt wird. Es ist erst ferner befugt, nach vorgängiger Androhung, also das ist dann natürlich doch da, öffentlich versteigern zu lassen. Und er kann, wenn die Ware einen Börsen- und Marktpreis hat, nach vorgängiger Androhung den Verkauf aus freier Hand irgendjemanden verkaufen. Nicht natürlich, sondern einen zu solchen Verkaufen öffentlich ermächtigten Handelsmakler oder durch eine zu öffentlichen Versteigerung befugte Person zum laufenden Preis. Also kann sein, dass sie dann einfach dort, wie ihm, was weiß ich, 100 Euro pro Stück zahlen, weil das im Vertrag so drin stand. Das müssen Sie ihm zahlen und kriegen dann aus der Versteigerung, wenn da nur 80 pro Stück erlöst wird, nur 80 und haben dann 20 Euro sozusagen pro Stück minus. Ne? Ist die Ware dem Verderb ausgesetzt und Gefahr im Verzug, so bedarf es der Vorgängerandrohung nicht. Das geht also ganz, ganz schnell. Oder wenn das untunlich ist, also wenn es dort wieder einen entsprechenden Verkehrssitte gab. Genau, der Selbsthilfeverkauf erfolgt für Rechnung des säumigen Käufers. Also alles, was Sie da für Kosten entstanden sind, durch das Anbieten, der Makler, der das hat, das muss alles, müssen Sie alles zahlen. Und natürlich auch den Schaden, der dadurch entsteht, dass vielleicht nicht so viel erlöst wird. Den Kaufpreis zahlen Sie aber, ne?
Genau. Bei Annahmeverzug kann der Verkäufer jede Ware auf Gefahrenkosten des Käufers in einem öffentlichen Lagerhaus und sonstiger Weise hinterlegen. Die Erfüllungswirkung wie im BGB hat die Regelung allerdings nicht. Also der Vertrag ist damit, wenn das nur hinterlegt ist, nicht dann schon erfüllt, sondern es muss dann natürlich noch geliefert werden. Kommen wir noch zum letzten Punkt, und zwar zu den unverzüglichen Mängelrüge. Das hatten wir schon mal in mehreren Fällen uns angeschaut und deswegen hier allerdings nochmal dort, wo es hingehört, nämlich beim Handelskauf. Also, welche Besonderheit ergibt sich bei der Rügepflicht des Kaufmanns bei Mängel? Bei der Mängelrügeobliegenheit nach 377 im Sprachgebrauch sagt man auch Rügepflicht, ist eine Sonderregelung und zwar gegenüber dem Zivilrecht. Und dort, wir hatten uns das schon mal angeschaut, haben wir mehrere Absätze, in denen verschiedene Anforderungen und verschiedene Wirkungen drin sind. Und zwar das erste ist natürlich, dass ein beidseitiger Handelskauf sein muss und die Ware muss dann unverzüglich nach der Abprüfung durch den Verkäufer, wenn das tunlich ist, eben untersucht werden und wenn sich ein Mangel zeigt, unverzüglich Anzeige gemacht werden. Wenn man das nicht macht, Absatz 2, gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, das war ein nicht erkennbarer Mangel. Wenn der aber später erkennbar ist, dann muss man es nach der Entdeckung sofort geltend machen. Andernfalls gilt die Ware auch wieder in Ansehung dieses Mangels genehmigt. Deswegen hat man am Anfang, wenn man beliefert wird, ganz, ganz viele. Muss man abwiegen, macht man Probe, mal ein Fass auf, misst mal was ab, schreibt das in ein Protokoll rein. Und wenn dann später in der Produktion festgestellt wird, oh, die Sachen sind nicht richtig, sind zu lang, zu kurz, passen nicht in die Maschine, dann muss eben das schnellstens immer gemacht werden und zwar rechtzeitig Absendung der Anzeige. Wenn natürlich der Verkäufer arglistig etwas verschwindet, also oben die ganzen guten Sachen drauf und dann unten kommt der ganze Schrott, so kann er sich natürlich auf diese Vorschriften nicht berufen. Also, das ist das Wichtigste und wir haben also hier verschiedene Rechtsbegriffe natürlich. Die Mängelrüge setzt voraus, dass also das dass Sie das natürlich am besten schriftlich machen. Es muss ein zweiseitiger Kauf sein. Es muss in Ihrem Dispositionsbereich sein. Und das gilt natürlich nur für Sachmängel, denn nur die kann man also letztlich auch sehen. Ich habe hier noch ein paar Beispiele. Die IHK hat das auch nochmal, Stuttgart hat das auch mal gesagt. Ein offener Mangel ist ein Mangel, der bei ordnungsgemäßer Untersuchung entdeckt werden kann. Versteckter, der bei ordnungsgemäßer Untersuchung nicht entdeckt werden kann. Also muss man erst die ganze Maschine zerlegen. Und die Untersuchungs- und Rügepflicht haben wir auch natürlich je nach Art der Menge, hatte ich Ihnen gerade schon gesagt, hängt es davon ab, ob das offener oder versteckter ist. Und da hat die IHKs geben da manchmal so Regeln raus. Und innerhalb versteckter Mangel ist unverzüglich nach Entdeckung zu rügen, jedoch innerhalb der Gewährleistungsfrist, diese beträgt gesetzlich auf 24 Monate vom Zeitpunkt der Lieferung an. Genau. Gut, Rüge ist also, dass man wirklich sagt, da und da ist ein Mangel. Für Maschinen kann unter Umständen auch hier von der IHK eine Frist von 2 Wochen angenommen werden. Aber ansonsten ist das höchstens eine Woche. Das sind so ein bisschen die Daumenregeln, die auch von den IHKs letztlich hier immer wieder sozusagen in der Beratung auch vorkommen. Erfolgt keine Mängelrüge, ist die Ware genehmigt. Der Käufer verliert sein Recht auf Gewährleistung, Schadensersatz und Urteilsanfechtung und muss die Ware allerdings bezahlen. Ne? Also er muss sozusagen erfüllen. Genau, damit fasse ich nochmal zusammen. Was sind die Besonderheiten bei der handelsrechtlichen Mängelrüge im Vergleich zum BGB? Beim